Hallo und herzlich willkommen zurück. So, ja, zu The Darkness 2, genau. Ich wollte gerade Maus und Tastatur nehmen. Ich kann nicht so gut zielen. Finsterlinge hießen die, genau. Finsterlinghilfe. Warum jemand einer Pussy wie dir folgen sollte? Weil ich die Finsternis hinter mir habe. Hilft dir nicht viel. Will ich dir woanders hinschießen. Was macht Dick? Du bist tot, Estacado. Du wirst die ganze Nacht bluten wie ein abgestochenes Schwein. Kopfschuss. Headshot. Die Züge halten nicht im Canal Station. Achtung, die Züge halten nicht im Canal Station. Schieß alle Lichter aus. Mach ich doch schon. Das ist der letzte Tag deines Ich glaub's nicht. Was zum Teufel ist das hier? Der Kleine hier, wie er da sitzt und mit den Beinen schlenkert. Oh Mann. Bitte begeben Sie sich geordnet zum nächsten Ausgang. Achtung, die Züge halten nicht im Canal Station. Achtung, die Züge halten nicht im Canal Station. Mir ist aufgefallen, dass ich bei so Spielen wie dem hier immer relativ wenig rede oder weniger als zum Beispiel bei Wimmelbild spielen, was ich selber nicht ganz verstehe, aber weil wahrscheinlich. Dir geht's gut, ne? Wahrscheinlich, weil hier die ganze Zeit geredet wird. Es ist Estacado. Hab grad zu tun. So. Das hier wollte ich nehmen, ne? Für eine gesunde Hinrichtung. Klingt gut. Und das können wir dann hier. Drücke. Direkt nach dem Abfeuern eine Schrotflinte. Schrotflinten habe ich hier selten, glaube ich. Nee, Schrotflinten benutze ich eigentlich generell selten. Außer bei Aliens vs. Predator. Schnelleres Nachladen bei allen Waffen, das ist gut. Ach, das können wir noch machen. Gut, dann nehmen wir das auch gleich nochmal mit. Gut. Drücke B und aktiviere einen dunklen Schwarm, der deine Feinde für ein paar Sekunden betäubt. Das ist auch sehr nice. Drücke Y und kanalisiere die Finsternis für ein paar Sekunden in deinen Waffen. Du richtest dann ohne Munitionsverbrauch gewaltigen Schaden an. Sehr nice. Finsternis! Das zieht mich nach draußen! Was zum Teufel macht das Ding? Heilige... Wir sollten gar nicht hier sein, du Arschgeige! Nein! Oh, Headshot! Habt ihr gesehen? Das ist gut. Scheiße, das Licht ist aus. Scheiße. Er schießt. Oh. Können wir nicht jemanden auseinandernehmen? Ja, nee, weil die reden hier sowieso immer von alleine so viel. Und deswegen rede ich wahrscheinlich nicht viel. So könnte ich mir das vorstellen. Außerdem, ich weiß auch nicht, ich werde mir das noch ein paar Folgen angucken. Und wenn ich weiterhin nicht viel rede. Oh! Und wenn ich weiterhin. Oh! Wow, aber den Kleinen hat's auch erwischt. Warum wackelt das hier so? Das kann man nicht. Achtung, der Notdienst wurde benachrichtigt. Die, die da auf den Gleisen dahin geschieden sind, denen wird kein Notdienst mehr helfen können.
Wo ist denn der Kleine? Da ist er. Was macht der da? Wenn ich heraufgehe, kommt bestimmt was. Achtung, die Züge halten nicht im Canal Station. Achtung, die Züge halten nicht im Canal Station. Ach ja, hier lag ja noch einer. Ja, nee. Weil hier die ganze Zeit so viel geredet wird. Deswegen glaube ich, rede ich nicht viel. Das ist eine schwache Entschuldigung, ich weiß. Aber immerhin ist es eine. ja, nicht. Und werde mir das noch ein paar Folgen hier angucken. Wegen der Steuerung auch. Und wenn das aber nicht hinhaut. Wenn das nicht so gut ist, dann werde ich vielleicht auf Tastatur und. Oh, hier ist hier. Fick dich, Jackie! Dann werde ich auf Tastatur und Maus umschwenken, vielleicht. Sieht das nur so aus oder ist hier Strom auf den Dingern? Ah, wow. Oh, ich dachte gerade. Also den Finsterling hat schon wieder erwischt, glaube ich. Ach, Finn und Hütte, alle Angreifer an der U-Bahn. Ach, und da werden jetzt immer, verfolge die Feinde durch den Tunnel, da werden jetzt immer neue nachgekommen. Oh Gott. Da hat jemand gesessen vielleicht? Na, Kleiner? Oh, schauen wir uns ein paar tote Dinge an. Ja. Wie du meinst. Der Kleine ist schon lustig. Ach du Scheiße. Solange wir nicht die toten Dinger sind. Der Kleine pinkelt schon wieder überall hin. Und da, der hat ein England-T-Shirt an, also Großbritannien-T-Shirt. Hier ist überall Blut. Sind hier wenigstens auch ein paar Waffen? Wo? Darauf habe ich schon seit Jahren gewartet, du Alter, der steht genau vor mir und ich kann immer noch nicht zielen. Ich will. Das meinte ich halt. Also ich bin ganz schlecht mit. Was stehen wir hier rum? Vielleicht sollte ich, aber obwohl die hier haben so schöne Verzierungen. Was war das denn jetzt? Ah. Das ist ein Kack. Boah, ist das mies. So. Arschloch. Sei etwas höflicher. Das ist ein Finsterling, du Arsch. Das ist nicht zu nah. Es hat mich. Es ist in seinem Gesicht. Sieh mal her. Du wirst die ganze Nacht bluten wie ein abgestochener Schwein. Ich glaub nicht. Was du siehst, ist der Lauf meiner Waffe, Jackie. So. Das letzte, was du siehst, ist der Lauf meiner Waffe, Jackie. Stopp ihm damit das Maul. Huch, falsche Taste schon wieder. Estacado, du Stück Scheiße. Ich geh rein. Ich geh rein? Die reden alle, die labern so viel, da komme ich nicht zum Labern. Halt mir den Rücken frei.
Ich muss das noch üben. Aber ich glaube, es wird im Laufe des Spiels besser. Ich hoffe es. Die Finder habe ich doch. Oh, wenn der Himmel näher kommt, kann die Finsternis Jackie auch wieder ganz machen, wenn er zerquetscht ist? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Komm, spring hier hoch. Er kommt da nicht hoch. Ach, hier hoch. Ja, das geht natürlich auch. Jenny! Tanz mit mir, Jackie. Nein! Der Wirt darf nicht sterben! Ups. Hätte ich irgendwie ausweichen oder so müssen? Moment. Wo zum Henker bin ich? Im Mental Hospital. Ah, hier schön, oder? Ah, schön. Ja, bitte? Ah, hier, das ist aber gezeichnet, ne? Das ist ja fast wie bei... Doch, das ist ja wie bei... Nicht ganz so, aber ein bisschen so wie bei, The Walking Dead. Oh, wie schön. Ich mag so eine Spiele. Borderlands ist ja auch so, habe ich gesehen. Oh, hier, gezeichnet. Oh, ich finde das voll toll. Voll toll. Man kann nicht reingucken. Das ist schade, dass man nicht reingucken kann. Naja. Ach, guck mal. Du würdest in einem großen Haus leben und Bücher besitzen. Ich meine, andere Idioten könnten mit Rasenmäher am Nordpol wohnen. Aber das heißt gar nichts. Oh, hier alles, ja wirklich, alles im Comic-Style. Ich kann dein Geheimnis bewahren. Lass mich nur gehen und ich werde nichts sagen. Alles im Comic-Style. Oh, ich finde das so toll. Oh, wie geil. Oh, ich finde sowas toll. Alles ist gut. Ich habe das schon... Bloß kein Stress. Ich habe das schon immer bei The Walking Dead geliebt. Komm, reden wir mal mit Johnny. Johnny, Paul? Was hast du hier verloren? Und wo zum Teufel sind wir? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Wie habe ich jetzt erst gelesen auf einem Bild? Ich bin nicht verrückt. Ich habe einen Kerl in meinem Kopf, der verrückt ist. Aber er ist verrückt, nicht ich. Ging um Yu-Gi-Oh! Abridged in Bezug auf Bakura, soweit ich weiß. Hallo. Tony, was ist passiert? Hast du die Typen gefunden, die uns ermorden wollten? Manchmal erkenne ich den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht. Ach Gott, wo bin ich hier? Ich muss hier irgendwie raus. Ich mag Trauben. Ich auch. Ich mag keine Bohnen. Aber ich mag Erdbeeren. Ich auch. Hast du Obst dabei? Nein. Kennen wir uns? Ich weiß nicht. Dr. Wick sagt, dass es mir besser geht. Aber er mag keine Ananas. Wie, Dr. Wick? Kann man nochmal mit dem reden? Nee. Kann man nochmal mit dem hier reden? Oh, das ist voll toll. Ich finde sowas mal... Oh, ich finde das toll. Wenn das hier alles so im Comic-Style gemacht ist, ich finde das so toll. Ja, ich finde das einfach toll. Ich könnte dann immer dahin schmelzen. Ich weiß auch nicht, aber ich finde das so toll. Nö, nee, da ist irgendein Strich in dieser Klappe. Ach, hier auch. Oh, ich finde das so toll. So toll. Oh, hier, alles im Comic-Style. Ich finde das so toll. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich das toll finde. Oh. Ja, waren wir nicht gerade in der U-Bahn? Was war das für eine Scheiße? Ja, das war, das muss so. Das muss so. Ganz klar. Oh, ich finde das so toll, ja. Entschuldigung. Da bin ich schon ein bisschen happy. Oh. Das Blut ist nicht gut gemacht. Aber ich finde das so toll, wenn das alles so im Comic-Stil ist. Ich finde das so toll. Hier drüben. Ja, hallo. Kommen die jetzt wieder, wenn ich zurückgehe? Nö. Himmel, Jackie. Wir dachten, du wärst tot. Was ist da passiert? Ich hab Ananas. Nein, hab ich nicht. Ich hab mich um alles gekümmert.
Wie immer. Was ist denn hier los, Tony? Wenn ich das nur wüsste, Boss. Wir müssen hier verschwinden. Du nimmst deine Limo, ich fahr bei Vinny mit. Er hat ein paar Rippen angeknackst, aber ist okay. Da gerade Herr Limo. Ja. Das erste Mal, wenn du die Finsternis benutzt, erschreckt sie dich. Aber hast du sie erst gekostet, willst du immer mehr. Du denkst an nichts anderes. Wie gesagt, sie verschlingt dich. Jede Sekunde an jedem Tag in den letzten 2 Jahren habe ich mich kontrolliert. Ich biss die Zähne zusammen und hielt sie begraben. Jetzt ist sie zurück. Ich kann fühlen, was sie mit mir macht. Tja, die Nummer mit den Zwillingen lief wohl nicht ganz wie erhofft. Schön, dass alles klar ist, Benny. Hast du eine Ahnung, wer das war? Weiß nicht, hab einen merkwürdigen Kerl gesehen. Hat gehumpelt. Das war irre. Eine Minute ist er da, die nächste ist der Scheißtyp einfach weg. Ich weiß nicht, hab mir wohl den Kopf gestoßen oder so. Jimmy hat eine Spur zu den Jungs, die uns überfallen haben. Gut, ich zieh mich um. Diese Arschlöcher haben meinen Anzug ruiniert. Sag Jimmy, er soll in mein Büro kommen. Ja, sicher, was immer du brauchst, Jackie. Geh nach oben in Jackies Schlafzimmer. Aber natürlich, bevor wir dies machen, gucken wir uns hier unten um. Hallo. Hallo. Aha. Wie geil. Könnte man fast falsch deuten, mein Freund. Gucken wir uns einmal um. Oh, hallöchen. Du kapierst es nicht. Hallo. Wirst du nie. Auf dem Wasser, auf meinem Boot entspanne ich mich. Du hast wohl noch einen Anzug ruiniert. Es ist Zeit, dass ich es lockerer angehen lasse, weißt du? Hör mal da drüben auf, so laut zu quatschen. Ich will mich hier unterhalten. Ist das Blut auf deinem Hemd? Nee. Du solltest besser auf dich aufpassen, Jackie. Ja. Du siehst schrecklich aus. Ja, ich weiß. Dieser fette Bastard. Immer lässt er Krümel in der Küche. So ein schönes Zuhause. Ja. Wir müssen es wirklich sauber halten. Ja, gut, dass du da bist. Ich plaudere nicht, ich nicht. Es geht mich wirklich nichts an. Dieser kleine Idiot auf dem Balkon macht mir echt Angst. Warum? Wenn mir dieser alte Typ noch einmal in den Arsch kneift. Ach, wie schön. Du hast wohl noch einen Anzug ruiniert. Ja, da fängt es wieder von vorne an. Aber es sieht echt schön aus. Und hier mit dem Globus und oh, hier die vielen alten Bücher und so. Schön, schön, schön. Huch. Seien Sie vorsichtig, Sir. Ah, hallo. Oh. Jackie, wie geht's dir? Ich bin sauer, Jungs. Wir finden diese Arschlöcher. Jimmy die Traube hat schon was herausgefunden. Wieso weiß der Kerl alles? Er ist eine verdammte Enzyklopädie. Enzyklopädie? Du redest, als hättest du in deinem Leben schon mal ein Buch aufgeschlagen. Dieser Penner. Wenn er nicht mit meiner Schwester verheiratet wäre, würde ich die beiden zur Strafe einander nochmal vorstellen. Du redest scheiße, aber ich weiß, dass du am Sonntag zum Abendessen auftauchst. Hey, Jackie, sag nur ein Wort und wir sind bereits im Abmarsch. Wir haben alles im Griff, Boss. Vielen Dank, Jungs. Mach die Gläser leer. Das wird eine lange Nacht. Weißt du, was dein Problem ist? Abgesehen von dir. Dein Problem ist, dass du nie verliebt warst, Arschnase. Ich liebe mein Boot. Das zählt nicht. Ich liebe trinken. Nein. Wahre Liebe. Zu einer Person. Ich sagte Liebe. Und du warst verliebt? Ja, ich war verliebt. Ich bin immer noch verliebt. In meine Frau? In meine Geliebte? Scheiße, letzte Nacht war ich sogar in diese Hure Camille verliebt. Was? Der macht... Also, der Lone Ranger wird von ein paar Arschlöchern gefangen, klar? Indianer? Nein, böse Jungs. Diebe, Arschlöcher. Kriminelle. Sicher. Also, der Lone Ranger wird von scheiß Kriminellen gefangen genommen. Wer ist das? Kaum drehen die sich um, sieht der Lone Ranger auf einem Hügel am Ende des Tals seinen Kumpel Tonto. Den Indianer. Den amerikanischen Ureinwohner. Okay, amerikanischer Ureinwohner. Also, der Lone Ranger kann nicht entkommen. Er ist von den ganzen Arschlöchern umzingelt. Aber als keiner hinsieht, schnappt er sich eine Decke und geht zum Feuer.
Wo hat er die Decke her? Das ist mir doch scheißegal. Ich wette, es war eine Satteldecke. Schön, du Genie. Eine Satteldecke. Der Lone Ranger schnappt sich die scheiß Satteldecke und wedelt damit über dem Feuer. Er schickt Rauchzeichen an den amerikanischen Uhren, korrekt? Scheiß korrekt. Er schickt ein Rauchzeichen. Tonto sieht das Zeichen, nickt und flitzt davon. Als Tonto zurück ist, hat er diese heiße Blondine mit scheißgroßen Titten im Schlepptau. Ja. Der Lone Ranger sieht die Blondine und schüttelt den Kopf. Nein, der Lone Ranger schickt Tonto noch ein Rauchzeichen. Tonto sieht es, nickt und verschwindet. Diesmal kommt er mit einer langbeinigen Brünettenschlampe zurück, okay? Okay. Der Lone Ranger sieht die Brünette. Er schüttelt wieder den Kopf. Nein! Er schickt zum dritten Mal das gleiche Rauchzeichen. Tonto düst wieder los und bringt dieses Mal eine heiße Rothaarige mit. Der Lone Ranger lässt die Decke fallen und brüllt so laut er kann durch das Tal. Ich sag der Truppe! Hey, Boss. Hi. Hey, Jackie. Ja, vor allem, der eine ist mit der Frau von, mit der Schwester von dem da zusammen und denen stört es gar nicht, dass der eine Geliebte hat, obwohl er mit der Schwester, boah, Alter, ja, das ist Geschwisterliebe. Was machen wir jetzt? Wer waren die Penner beim Restaurant? Gute Frage. Fat Tony Cannoli ist angepisst, das sag ich dir. Jo. Also, ich liebe diesen Ort. Wer nicht? Scheint schick hier zu sein. Ich und Eddie haben geredet. Nichts Großes. Nein. Hab schon gemerkt. Wie geht's dir, Jackie? Jo. Geht so. Nö. Mein Anzug ist ruiniert. Ein schöner Tag. Ja. Eure nicht. Was war das also, da beim Restaurant? Eure Anzüge. Hey, warst du schon bei Jimmy? Nö. Alles klar? Jo. Auf geht's, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist das hier? Hier hängt irgendwas unter den Lampen. Das Lied. Kommt das Lied von hier? Das Lied ist okay, gut. Bye. Du bist der King, Jackie. Jo. Ah, man kann so viel Blödsinn damit machen. Ach, wie schön. Das Lied ist gut. Wieso ist das so leise? Wie heißt es? Ich mag alte Lieder. Oh, schön doch. Ich mag alte Lieder. Damit bis zur nächsten Folge. Tschüss.